Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Amerika. Und wir sind momentan dabei, uns einfach nur so ein bisschen durchzuklicken, um so ein bisschen Ruhe ins Land zu bringen, sozusagen, nach so vielen krassen Sachen, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Und vielleicht mal zu warten, dass die ganzen Hyperloops fertig werden. Wir sind immerhin schon so weit gekommen, dass wir nicht mehr ständig Benachrichtigungen kriegen, dass neue fertig werden. Ich hoffe, das heißt, dass die langsam fertig werden, also wirklich fertig werden. Aber die Kräne sind immer noch da und die werden immer noch angezeigt als nicht fertig. Was sehr ernüchternd ist, weil wir da sehr viel Mühe für aufgewendet haben und so. Das ist, ernüchternd, wenn das am Ende sogar verbuggt sein sollte. Das wäre sehr schade. Machen wir mal einen Mitz. Haha, witzig. So. Wir könnten die auch wieder abreißen, ich sehe. Ach, es geht doch. Moment. Könnten wir... Ach ja, das ergibt natürlich Sinn, dass man auf die Strecken draufklickt, um die abzureißen. Ah, verstehe. Wenn ich jetzt auf den Flughafen gehe... Moment. Das können wir nicht abreißen. Das ist kein Flughafen, ich weiß. Wo ist denn der Flughafen? Hier müsste doch irgendwo ein Flughafen sein. In Georgia, Atlanta. Hier. Können wir den abreißen? Nee. Können wir nicht. Wie ich es mir dachte. Man kann es zwar bei den Strecken machen, aber man kann den Flughafen nicht abreißen. Oder geht es in einem anderen Menü? Nee, es geht nicht. Wir können den Flughafen nicht abreißen. Schade. Also das wäre so eine Idee gewesen, vielleicht den Luftverkehr einzuschränken und dadurch die Umwelt zu schonen, aber das fällt wohl weg, weil geht nicht. Das müssen wir dann wohl nur, dann bleibt uns nur die Möglichkeit, durch Anreize zu schaffen, um andere Verkehrsmittel statt des Flugzeugs zu nehmen. Millionen Einwohner in New York, nicht schlecht. New York und so, ne? Naja. So, wir wollten uns ein bisschen die Zahlen angucken. Hier 2,74% Wirtschaftswachstum. Ich habe das Gefühl, ne, es geht sogar runter. Ich dachte, es würde ein bisschen hochgehen. Inflation geht runter. Das ist schön. Und ja. Was gibt's sonst noch? Die Armut. Die Wohnungslosen, die sinken weiter, die Zahl. Also die Wohnungslosen selbst, die sinken nicht, aber die Zahl sinkt. Hier auch die Armutsquote, die geht runter. Das heißt, so in ein, zwei Jahren oder so haben wir vielleicht Malaysia eingeholt, wenn das Tempo gleich bleibt. Bin mal gespannt, ob wir da auch vielleicht irgendwann auf Null kommen können, dass wir überhaupt keine Armut mehr haben. Das wäre auch schön. Was sagt unsere Kaufkraft? Die ist bestimmt schlecht. Ja, ist schlecht. Ja, ansonsten könnte man überlegen, ob man mal wieder den Mindestlohn anheben möchte, um die Kaufkraft zu erhöhen. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich so den krassen Effekt hat. Weil wir hatten ja die Situation, dass wir das schon mal so gemacht haben, dass ich die Löhne stark angehoben hatte. Das schien auch erst funktioniert zu haben, also nach einiger Zeit. Es hat nicht sofort funktioniert, aber nach ein paar Monaten oder Jahr oder sowas hat es dann irgendwann, hat die Kaufkraft irgendwann angezogen. Ja, dann dachten wir hatten es geschafft. Aber dann, sagt jeder in der ganzen Stadt, typisch Andy. Nein, was wollte ich sagen, dann ist zum Jahreswechsel ist wieder eingebrochen, die Kaufkraft. So, was wollten wir hier? Weg mit dem Sit-in gegen das hohe Renteneintrittsalter. Wir haben eine Lebenserwartung von 120, da werdet ihr doch wohl bis 80 arbeiten können. Dann müsstet, also wenn die Leute fit genug sind, um bis 120 zu leben, dann müssen sie fit genug sein, auch um bis 80 zu arbeiten, ist jetzt meine Meinung. Man muss sich das überlegen, ne? 40 Jahre Rente? Das ist schon nicht ohne. Nach Fußball-Weltmeisterschaft? Bin mal gespannt, wie wir da abschneiden werden. Wir haben ja immer mehr potenzielle Fußballer in unseren Reihen.
Und wir investieren ja sehr viel Geld darin, dass es besser wird. Wäre mal interessant. Na gut, ne? China hat theoretisch ein Potenzial von, sagen wir mal, eine Dreiviertelmilliarde. Eine Dreiviertelmilliarde Männer im Land, die theoretisch an einer Männerfußballweltmeisterschaft teilnehmen könnten. Könnten, aber nicht tun. Weil sie nicht genug gute Fußballer zusammenkriegen, um sich zu qualifizieren. Draußen hört man Lilala bei mir. Weiß nicht, ob sich das durchkommt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich höre die Geräusche, also wenn ich mit offenem Fenster aufnehme, so wie jetzt gerade, dass die Geräusche von draußen, von außerhalb meines Hauses, oder dem Haus, in dem ich lebe, sagen wir mal so, das gehört mir ja nicht, dass man die Geräusche von außerhalb, dass ich die schneller in den Kopfhörern höre, weil die durchs Mikrofon kommen und das in meinen Kopfhörern wiedergegeben wird, also ich höre mich halt immer selbst ab, dass ich das dadurch schneller höre als quasi in echt, könnte man sagen. Naja, gut. Aber ja, ich habe mir ja vor einiger Zeit ein neues Mikro geholt und ich bin echt froh, dass es endlich, oder halt mit dem Audio-Interface zusammen, dass es endlich klappt, dass ich mich selbst abhören kann. Also quasi die Qualitätskontrolle während der Aufnahme machen kann, wie die Stimme klingt. Denn jetzt ist mir schon das ein oder andere Mal aufgefallen, dass zum Beispiel mein Mikro zu nah am Mund hatte und dass es dadurch krass übersteuert hatte. Und das habe ich dann halt gleich gemerkt. Es ist sehr praktisch, wenn man das gleich merkt. Dann mache ich den Fehler nicht 20 Minuten lang und rede halt übersteuernd ins Mikro, ohne dass es mir auffällt. Und die Zuschauer müssen dann halt damit leben. Das wäre halt doof. Ja. Also du musst damit leben dann. Und ich will ja das, gerade dir möchte ich das ja nicht antun, ne? Du bist ja mein Lieblingszuschauer, meine Lieblingszuschauerin. Also für dich ist mir das Beste gerade gut genug. Für die anderen, also die sind jetzt nicht ganz so wichtig, aber du bist jetzt, du bist das absolute Highlight. Also also wenn du guckst, wenn dein Aufruf kommt, da freue ich mich immer ganz besonders. Und gerade wenn du Kommentare schreibst, das liebe ich. Ich liebe es, deine Kommentare zu lesen. Die anderen Kommentare, die sind, die kann man sich schenken. Aber deine Kommentare, deine sind mir die liebsten. So, Schuldenemission. Wir nehmen schon wieder neue Schulden auf, das verstehe ich nicht. Warum? Warum? Warum nehmen wir neue Schulden auf? Wir haben einen Überschuss von 100% des BIP. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Okay, ich werde jetzt nicht alle von den Dingern wegklicken. Das wird ewig dauern. Was sagt die Umwelt? Oder was sagt zum Beispiel, was auch interessant ist, was sagen die Autos? Guck mal, Elektrofahrzeugflotte 100%. 100% Elektroautos. Ich weiß nicht, ob wir das schon länger haben, aber es ist mir jetzt erst aufgefallen. Autonome Elektrofahrzeuge in 84%, auch nicht schlecht. Aber das heißt, unser Straßenverkehr kann quasi nicht mehr umweltfreundlicher werden. Wir haben 100% Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Ich gucke gerade nochmal. Aber es steigt halt, ne, die Umweltbelastung unseres Landes so insgesamt. Pro Person sinkt sie. Ja, das ist ganz gut. Da schneiden wir ganz gut ab. Also, die Länder um uns herum sind jetzt nicht gerade sehr industrialisiert. Das spricht erstmal für uns, weil wir ein industrielles Land sind und trotzdem niedrigen CO2-Ausstoß haben. Aber, ne, es sinkt auch weiterhin, aber das kann halt nicht damit mithalten, dass unsere Bevölkerung wächst. Also, das war die eine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich eine hohe Bevölkerungszahl haben möchte. Es war die eine Entscheidung, die dafür sorgt, dass wir da ein Problem haben, was unseren steigenden CO2-Ausstoß betrifft. Dass wir ja da jetzt alles ausgeschöpft haben, aber es nicht weiter senken können. Was ärgerlich ist. Wobei ich mich aber ein Stück weit frage, wo das herkommen soll.
Also muss man überlegen, was sorgt für CO2, ne? Straßenverkehr fällt weg, haben wir nicht. So, weil Elektroautos, ne? Da ist halt, dann ist halt das wiederum abhängig davon, wie man den Strom erzeugt, ja? Fällt aber auch weg, weil wir haben 100% erneuerbare Energien. Oh, Ohrfeige. Noch nicht mal die erste Runde geschafft, na toll. So, ne? Also Stromerzeugung und Straßenverkehr fällt weg, weil es alles 100% erneuerbar. So. Was noch? Es hatte jetzt zwar keinen Einfluss gehabt, aber wir hatten die Brennstoffe, die sonst waren, hatten wir verbannt quasi aus unserem Land, die fossilen Brennstoffe. Und wir haben sogar die Tierzucht abgeschafft. Ne? Jetzt können die Tiere nicht mehr in die Atmosphäre pupsen. Also die gezüchteten Tiere zumindest nicht. So, was bleibt übrig? Flughäfen haben wir noch. Ja, das ist vielleicht ein Faktor. Flughäfen haben wir noch. Schiffsverkehr haben wir noch. Es gibt jetzt keine Möglichkeit, irgendwie Elektroschiffe zu fördern oder sowas. Oder Wasserstoffschiffe. Die Option scheint es nicht zu geben. Ja. Was gibt's sonst noch? Die Menschen müssen natürlich weiterhin atmen, ist klar. Und die Wildtiere müssen auch weiterhin atmen, ist klar. Ach so, was man noch machen könnte, das war auch so ein Vorschlag, der war reingekommen. Man könnte versuchen, den Leuten hier die... Also zu verhindern, dass Leute Haustiere haben. Das wäre natürlich auch sehr gemein, weil ich sehe persönlich kein Problem mit Haustieren. Ich sehe das jetzt nicht als Missbrauch von irgendwas, von Tieren. Moment, wo wollte ich hin? Man gibt doch keine Zahlen für Haustiere, ne? Aber was könnte man halt mal machen, theoretisch? Man sagt, okay, ich speichere vorher mal, bevor ich das mache. Moment. Speicherstand Nummer 15. Hoch 32. Ist aber auch wieder nicht aktuell. Wir sind ja bei 34 mittlerweile. Genau, dass man sagt, okay, wir sorgen dafür, dass die Leute sich die Haustiere nicht mehr leisten können. Gut, was würde im ersten Moment passieren? Im ersten Moment würden die Leute dazu gezwungen sein, die Tiere ins Heim zu geben oder würden sie dann wahrscheinlich eingeschläfert werden oder sowas. Das wäre natürlich sehr hart. Das würde ich keinem Tier wünschen. Aber wir machen das jetzt quasi auch nur, um zu testen. Ne? Es sind ja keine echten Menschen, die wir quälen. Und keine echten Tiere, die wir quälen. Es gibt doch was für Haustiere. Moment. Steuer auf Haustiere. Wie hoch können wir da gehen? Ach krass. Wie hoch können wir denn da wirklich jetzt gehen, Alter? 200.000 Euro. Gut, wir haben auch halt krass hohe Zahlen bei uns. Machen wir mal. 28.07. Mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Also, dass es quasi nicht mehr möglich ist... Einschränkung der Jagd, interessant. Dass es quasi nicht mehr möglich ist, Haustiere zu halten, dann müsste halt auch nochmal so ein Faktor für Umweltbelastung wegfallen. Wie gesagt, ich würde es in der Realität den Leuten nicht unmöglich machen, Haustiere zu halten, weil auch wenn ich Veganer bin, ich habe damit kein Problem, wenn Leute Haustiere haben. Ich habe zwar selbst keins und werde mir wahrscheinlich auch keins holen, aber ich mag Haustiere grundsätzlich. Und sehe es jetzt auch nicht als ethisch verwerflich, wenn man Haustier hält. Also so gleichberechtigt, dass Tiere jetzt keine Sklaven in Anführungszeichen sein dürfen. Gut, sie dürfen zwar nicht zu Sachen gezwungen werden, die halt irgendwie, ne, schlecht sind. Was auch immer das sein mag. Aber so Haustier halten ist an sich ja kein Problem. Sehe ich zumindest nicht als eins. Aber es könnte natürlich ein Faktor für CO2-Ausstoß theoretisch noch sein. Also ist da jetzt sehr übertrieben. Der Faktor dürfte verschwindend gering sein. Aber ich möchte es halt mal testen. So. Mal schauen, ob man da noch irgendeine Entwicklung sieht. Können wir das auch noch weiter erhöhen? Ja, theoretisch schon. Wie hoch können wir da gehen? Ja, wir machen es halt so weit, wie es geht, ne? Das ist halt... So.
Also den Schritt gehen wir noch. Dass es halt unmöglich ist, dass man sich das nicht leisten kann, so ein Haustier. Und dann schauen wir uns an, wie... Gut, das würde jetzt wieder auf die Kaufkraft gehen, ne? Wobei theoretisch eigentlich auch nicht. Weil die Leute müssten ja theoretisch ihre Haustiere sofort abgeben, weil sie sich nicht leisten können. Und dadurch dürfte es die Kaufkraft auch nicht weiter belasten. Theoretisch. Ja, theoretisch. Aber dann gibt es wahrscheinlich Leute, die sich trotzdem Haustiere leisten. Auch wenn sie es eigentlich nicht sich leisten können sollten. So, jetzt kriegen wir noch ein paar Tage weiter und dann gucken wir uns das mal an. Jo. Also, Moment, wann ist das fertig? Am 11.8. Wir könnten die Zahl sogar noch weiter erhöhen. Moment mal. Wo kommt das denn jetzt, dieser Überschuss her? Kommt das allein aus der Haustiersteuer? Deshalb habe ich da jetzt wieder was ausgereizt, was ich nicht ausreizen wollte. Ich wollte, dass sie sich das nicht leisten können, nicht, dass sie jetzt Schulden machen und unseren Staatshaushalt überfluten, weil sie sich das halt trotzdem leisten müssen. So war das jetzt nicht geplant. Ich bin übrigens mal gespannt, wie es sein wird, wenn... Wir haben jetzt wirklich so einen krassen Überschuss. Also das war jetzt wirklich nicht geplant. Ich wollte jetzt nicht die Haustiersteuer ausnutzen, um uns jetzt einen richtig krassen Budgetüberschuss zu verschaffen. Ich wollte einfach nur dafür sorgen, dass die Leute sich keine Haustiere mehr leisten können. Um zu schauen, ob das irgendwie einen Effekt auf den CO2-Ausstoß hat. Leute. Na ja, gut, dann haben wir jetzt eben ganz viel Geld. Ich meine, ich habe bisher immer Möglichkeiten gefunden, an Geld zu kommen. Dann soll es eben jetzt so sein, auf diese Weise. Dürfte halt wiederum schlecht für die... wobei, jetzt wieder runtergegangen. 500% nur in Anführungszeichen. Oh Mann. Ja, da könnte man vielleicht ein paar andere Steuern senken. Und die Wirtschaft fördern. Wäre vielleicht auch so eine Idee. Das wäre eine Idee. Also wenn wir jetzt wirklich so viel Geld haben, ich warte vielleicht nochmal aufs nächste Quartal, was dann passiert, ob wir dann trotzdem noch Schulden anhäufen oder ob wir jetzt auf einmal plötzlich alle unsere Schulden loswerden. Also wenn wir das überleben quasi, dann werde ich vielleicht nochmal gucken, dass wir einerseits vielleicht verschiedene Steuern abschaffen. Also was heißt verschiedene? Hauptsächlich die Finanztransaktionssteuer, glaube ich, oder? Oder ich versuche einfach alles in den Mindestlohn zu stecken. Vielleicht stecke ich auch alles in den Mindestlohn. Weil eigentlich möchte ich die anderen Steuern schon aufrechterhalten. Weil sie ja theoretisch hier für meine oder für unsere sozialistische Ideologie da sein sollen. Hier, die jetzt eigentlich quasi das Ziel des Projektes war. Also eigentlich möchte ich diese ganzen Steuern, die ich da jetzt angehoben habe, nicht abschaffen. Eigentlich möchte ich sogar die Finanztransaktionssteuer auf 100% anheben, um den Leuten halt Spekulationen an der Börse unmöglich zu machen. Am liebsten. Wäre mal halt am liebsten. Welterschöpfungstag. 27. August. Ich habe das Gefühl, der rückt auch nicht weiter in die Ferne. Also die Welt lebt weiterhin über ihre Verhältnisse. Und es sieht ganz danach aus, als hätte das auf die CO2-Emissionen keinerlei Auswirkungen gehabt. Aber auf unseren Staatshaushalt. Dafür umso mehr. Moment, wann ist das nochmal das Quartal zu Ende? Das haben wir den 8. Da müsste doch jetzt eigentlich Ende August soweit sein, dass das Quartal zu Ende geht. Kaufkraftverlust sinkt auf dramatisches Niveau. Huch. Moment. Ein Ablehnen.
Ich speichere gerade nochmal. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Aber aus irgendeinem Grund haben wir plötzlich unsere Beliebtheit verloren. Was ist da passiert? Das muss ich jetzt erstmal ergründen. Oder ich habe eine Idee. Haha, wir ergründen das beim nächsten Mal. Das ist doch viel cooler. Da haben wir einen schönen Cliffhanger. Das macht man doch so, wenn man als, ne, so als Profi, Profi-Influencer, Influencer, allgemein als Profi, ja, der halt allgemein Unterhaltungszeugs erschafft. Macht man doch so. Okay, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen. Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.